Die Resi-Freunde sind die ganz großen Fans des Residenztheaters. Mitgliedsbeiträge und Spenden kommen dem Theater für die verschiedensten Produktionen zugute. Der Verein verleiht sogar Förderpreise und den Kurt-Meißel-Preis. Dieser Preis ist wichtig, weil er eben ein Publikumspreis ist. Das bedeutet, dass das Publikum, was ja hauptsächlich ins Theater geht und die Theater füllt oder eben auch nicht füllt, was wir ja auch aus verschiedenen Zeiten kennen. Das Publikum bestimmt und freut sich, welcher Schauspieler besonders gut ist, besonders vielfältig oder welche Schauspielerin. Und insofern, das ist das Besondere an dem Preis. Keine Kritiker, keine Jury. Am 16. Juli findet die Preisverleihung im Residenztheater statt, mit einem bunten Programm. Die Ensemblemitglieder singen und performen. Ausgezeichnet werden auch in diesem Jahr wieder drei Schauspieler. Zum einen der Robert Dölle, was ganz besonders schön ist, weil er seine Karriere in München begann und nach vielen Stationen in seinem Leben an anderen Theatern nun wieder in München im Ensemble ist. Die beiden Förderpreise werden dieses Jahr verliehen an Johannes Nussbaum, ein großartiges junges Talent, was jetzt seit einigen Spielzeiten hier am Residenztheater ist. Der zweite Förderpreis geht an Vincent zur Linden, ebenfalls ein großartiges junges Talent. Der Erlös der Verleihung wird für den guten Zweck gespendet.